Hallo, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Ich finde es ganz prima, dass du heute wieder dabei bist bei einem neuen Video, wo es rund um toxische Beziehungen geht, um narzisstische Beziehungen und vor allem um Wege raus aus diesen Beziehungen. Ja, wie man diesen Schmerz verarbeiten kann, wie man die Hintergründe, die Zusammenhänge erkennen, verstehen und vor allem die alten Muster, die Bindungsmuster auflösen kann. Denn diese sorgen ja dafür, welchen Partner man anzieht, wie man in Beziehungen reagiert. Und wenn man eben toxische, narzisstische Beziehungen hinter sich hat oder eine reicht da auch aus, kann man davon ausgehen, dass man eben ungünstige Bindungsmuster mit sich trägt, ja, sozusagen darauf innerlich programmiert ist durch die Erfahrung, die man früher gemacht hat. Und die sorgen eben immer und immer wieder dafür, für die gleichen Erlebnisse, die ja eben nicht so toll sind. Ganz klar, toxische Beziehungen ist kein Zuckerschlecken, ist keine schöne Erfahrung, aber dennoch eine wichtige Erfahrung, die halt eben dazu beiträgt, um endlich diese versteckten Muster und alten Schmerzen zu finden und zu lösen. Ja, genauso wie bei anderen Menschen es nicht eine toxische Beziehung braucht, sondern zum Beispiel eine schwere körperliche Krankheit oder ein Unfall, der dafür sorgt, dass man wach wird, dass man merkt, was mache ich hier oder was ist hier in meinem Leben los, was lebe ich, wie lebe ich es, wie steht es um meinen Selbstwert, um mein Glück in meinem Leben. Und da ist eben so eine toxische Beziehung, ich sage immer, der Turbo-Beschleuniger in deine Freiheit, in ein schönes, befreites Leben. Genauso soll es heute eben Thema sein von diesem Video. Wie geht es nach der toxischen, narzisstischen Beziehung weiter? Wie geht es dann weiter? Ja, man muss natürlich sehen oder du musst wissen, dass du der Schöpfer von deinem Leben bist. Du bist der Gestalter deines Lebens. Und es mag sein, dass dieser Satz für dich jetzt sehr provokant ist. Ne? Es ist natürlich so, mir ist klar, dass diese Videos hier Menschen hören oder sehen, die gerade am Anfang stehen, die gerade das Thema Narzissmus, toxische Beziehungen erkennen, entdecken, eben auch noch in diesem Opferbewusstsein drin sind, was nicht schlimm ist, was am Anfang normal und notwendig ist, um eben das zu erkennen und dann auszusteigen. Und natürlich sind auch andere Zuschauer hier, die das alles schon wissen. Deswegen ist es für mich natürlich nicht so einfach, das so zusammenzufassen, dass die alten Hasen sich nicht langweilen und die neuen Zuschauer nicht überfordert sind. Aber deswegen guck dir, wenn dir das jetzt zu heftig vorkommt, auch gerne mal ältere Videos von mir an, falls du noch am Anfang stehst, um da den Faden zu bekommen. Ne? Also, du musst wissen, du bist Schöpfer deines Lebens. Du gestaltest dein Leben. Auch wenn es dir vielleicht nicht so vorkommt und du denkst, ja, ja, Moment, wenn dieser blöde Partner nicht gewesen wäre, dann würde es mir ja besser gehen. Wenn das und das nicht gewesen wäre, dann wäre ich jetzt glücklich. Wenn der nicht mein Leben versaut hätte und der mich hier verarscht hätte, würde es mir jetzt gut gehen. Man muss die Zusammenhänge dahinter erkennen. Wenn du dich diesem Gedanken öffnen kannst, dass alles einen Sinn hat, bist du schon mal einen Riesenschritt weiter. Und dass du der Schöpfer deines Lebens bist und bewusst oder unbewusst Dinge gedacht, gesagt, getan, entschieden hast, die bestimmte Ereignisse hatten. Diese Ereignisse, diese Grundstrukturen werden eben immer in der Kindheit angelegt, sodass wir dann im Erwachsenenalter gar nicht mehr merken, weil all das unbewusst geworden ist, nach welchen Mustern und Strukturen wir handeln. Aber wir haben diese Gedanken über uns, du hast deine Gedanken über dich und über dein Leben oder über das Leben selbst mal kreiert vor langer Zeit. Und es ist schon so lange her oder so unbewusst abgelaufen, dass du dich natürlich nicht erinnern kannst und dich jetzt wunderst, warum habe ich so blöde Menschen in meinem Leben, die mein Leben versauen. Also der erste Schritt, da rauszukommen und da gut und geheilt rauszukommen, ist diese Erkenntnis zu wissen, ich bin diejenige, die das gestaltet. Ich bin
ja, die Gestalterin meines Lebens, definitiv. Auch wenn mir dies und das in der Vergangenheit geschehen ist und wenn mir, auch wenn mir dies und das und jenes geschehen ist, als ich Baby war, wo du unschuldig warst, wo du nicht entscheiden konntest. Ja, in der Zeit der Kindheit ist Zeit der Abhängigkeit und da ist die Zeit, wo du nicht dein Leben bewusst gestalten kannst, weil du von deinen Eltern abhängig bist. Körperlich, physisch, also psychisch, auf Nahrung, auf Zuwendung, auf Kleidung, auf alles, was du brauchst in deiner Kindheit, da bist du noch nicht selbstständig. Ja, und da geschehen Dinge, die nicht in deiner Verantwortung stehen. Aber dort ist eben diese Wurzel für alle deine Gedanken zu finden. Also machen wir doch das Beste und suchen und finden die. Ja, wie geht es nun weiter nach dem Narzissten? Ich sage mal so, es gibt zwei Wege. Es gibt zwei Wege. Zwei Wege. Der erste Weg könnte sein, dass du in dieser Verbitterung bleibst. Und das machen eben leider sehr, sehr, sehr viele Menschen. Auch oft unbewusst. Oder weil der Schmerz muss oftmals so groß sein, dass man an der Wand steht, am Boden liegt, sowas von fertig ist, dass man sagt, okay, ich gucke jetzt mal, ich habe jetzt schon die 10. negative Erfahrung, ich habe jetzt schon den 100. Arschtritt gekriegt, ich gucke mal, was das vielleicht mit mir zu tun hat. Die in der Opferrolle bleiben, sagen immer, du hast mich verletzt, du bist schuld, du. Ist im Prinzip ähnlich wie in der narzisstischen, toxischen Beziehung, wo der Narzisst, das ist wieder dieser Spiegel, natürlich auch immer sagt, du und du bist schuld. Ja, das ist jetzt keine Schuldumkehr, wie es der Narzisst macht, der natürlich ganz genau weiß, dass das, was er macht, selber verantworten müsste. Es ist aber eine, wie soll ich ihn sagen, Schuldaufladung auf diesen Narzissten, der natürlich das verantworten müsste, was er getan hat. Aber solange man die Schuld den anderen gibt und nicht seine eigenen Muster, Zusammenhänge erkennt, wenn man dem anderen die Macht gibt, und das tust du in dem Sinn, wenn du sagst, der ist der Täter, der hat die Macht, dass es mich schlecht geht. Der Narzisst hat die Macht, dass ich down bin, dass ich traurig bin. Der hat die Macht, mich krank zu machen. Der hat die Macht, mich ungeliebt zu fühlen. Dann gibst du dem Narzissten die Macht und wählst, ohnmächtig zu sein. Du wählst dann die Opferrolle ganz bewusst, indem du sagst, ich bin hilflos, mir sind die Hände gebunden, ich kann nichts machen. Der ist der böse Täter, der. Natürlich ist es so, dass, oder sagen wir mal so, natürlich war es so, dass er der Täter war. Das sind ja auch oft Frauen, dass sie die Täterin war und du das Opfer, dass er der Täter war, du das Opfer. Das war so, ja, natürlich. Aber du darfst da nicht da drinnen bleiben, weil solange du sagst, ich bin aber dieses arme, arme Opfer, schwächst du dich. Dafür sorgst du, dass du noch tiefer reingehst, dass du noch länger im Leid bleibst, dass du dem anderen noch mehr Macht gibst. Und wenn du sagst, er sorgt dafür, dass es mir schlecht geht, dann sagst du, der andere kann über mein Empfinden bestimmen. Wenn, was der andere macht, ich bin abhängig von dem Verhalten des anderen. Denn wenn der sich nicht so verhält, wie es eigentlich sollte, dann kann der andere mich verletzen. Und das ist nicht die Wahrheit auf lange Sicht, denn er kann dich nur so lange verletzen, solange du deine inneren Kindheitsmuster noch hast. Denn er löst, wie ich immer schön sage, nur diesen uralten Schmerz wieder aus. Der drückt in die Wunde, der reißt dein Pflaster ab, der macht dein Verband wieder ab. Das macht der Narzisst oder der toxische Partner. Ganz, ganz klar. Und dass der eigene Themen hat, das weißt du auch. Das ist auch alles nichts Neues, ne, wenn du dir deine Videos anschaust. Das Wichtige ist, du kannst zwei Wege. Ein Weg, du bleibst in der Opferhaltung drin. Ich bin das arme Opfer, der ist das Schwein, der Täter. Diese bösen Menschen da draußen, diese Arschlöcher, diese Psychopathen, was sie ja definitiv sind.
Aber irgendwann muss gut sein. Irgendwann musst du sagen, ja, das war so, mir ist das geschehen. Ich bin missbraucht, verraten und verkauft worden. Ich erkenne die Zusammenhänge auch in meiner Kindheit. Ich fange jetzt an aufzuräumen, weil ich will jetzt verdammt nochmal wieder frei werden. Das geschieht nicht bei Menschen, die auf diesem Weg sind. Die wollen da drauf sein, die wollen da bleiben. Da ist auch, hat auch viel mit Selbstmitleid zu tun. Eine gewisse Zeit ist das alles in Ordnung. Habe ich auch in einem anderen Video gesagt. Eine Jammer-Jaulzeit ist wichtig. Eine Zeit, wo man sich gerne in diesem Opferstatus baden kann und soll, ist okay. Aber irgendwann dann wieder aufstehen und in die andere Richtung gehen. Wie ich das schon mal erklärt habe, mit diesem Kind, was sich reinweint, was hinfällt, sich reinweint. Und gar nicht merkt, dass es gar nicht mehr wehtut und aber nicht aufsteht und weiterspielt. So ähnlich ist es, wenn du auf diesem Weg bleibst. Also wenn du hier zu lange bleibst, wie soll ich Ihnen sagen, du machst dich selber unglücklich. Du machst dich unglücklich, schwach und dein Körper wird früher oder später auch reagieren, weil du ja überwiegend hilflose Opfergefühle hast, Traurigkeits-, Wut-, Enttäuschungsgefühle und dich schwach und handlungsunfähig fühlst. Und wenn du auf diesem Weg bist, pass bitte auf, kannst du nämlich sehr schnell auch andere Süchte wieder abrutschen. Ne? Toxische Beziehungen sind ja Liebessucht, Suchtabhängigkeit vom Partner. Da rutschst du ganz schnell in diese Richtung, dich immer und immer wieder mit deinem Leid zu beschäftigen. Dich immer und immer wieder in nicht konstruktiven Selbsthilfegruppen immer wieder dein gleiches Leid zu schreiben. Und immer wieder, er hat gesagt, sie hat gesagt, stell dir vor, und das war, was für schlimme Menschen, und da kommt man nicht. Und das Leid in der Welt, das Leid in der Welt, Menschen, die hier auf dieser Opferschiene sind. Das sind auch Menschen, die immer wieder sagen, was ist mit dem Leid in der Welt, was ist mit diesen schlimmen Ereignissen. Dinge, die gar nicht in deinen Lebensbereich, in diesen Lebensbereich reinspielen. Das ist ein ständiges Verbinden mit Negativität, mit Leid, Schmerz, Hilflosigkeit. Und das ist klar, das ist das, was du dann immer produzierst und auch immer wieder anziehst und von Menschen, Ereignissen, Dingen in deinem Leben bestätigt bekommen werden wirst, wenn du da auf diesem Weg bleibst. Ein Weg, zweiter Weg. Du bist hier an dieser Weggabelung und hast eine toxische, narzisstische Beziehung gehabt. Bist am Ende, bist fix und alle, kannst vielleicht nicht mehr arbeiten eine Zeit lang. Liest, informierst dich, guckst YouTube-Videos und liest Bücher, wirst aufgeklärt, kriegst Antworten. Und wie ich schon sagte, ist es okay, eine Zeit lang zu jammern, sich selber zu bemitleiden, zu trauern, in diesem Opferbewusstsein zu sein, um dann ab einem bestimmten Punkt zu sagen, okay, und ich entscheide mich jetzt neu. Ich will jetzt aber frei werden. Ich will jetzt wieder nach vorne gucken. Ich möchte wieder leben. Und bei all dem, was ich hier gelesen und gehört und gesehen habe, weiß ich, dass es da Wege raus gibt. Spür mal, dass deine Intuition es spürt, weiß, deine Seele weiß es, dass das kein lebenswertes Leben ist, zu leiden, traurig zu sein, sich wertlos und unverstanden und einsam zu fühlen. Das ist nicht das Leben, was du verdient hast. Das ist vielleicht der aktuelle Stand. Aber mit deinem Wunsch und Willen und mit deiner Entscheidung kannst du es jederzeit ändern, kannst du jederzeit das Ruder rumreißen. Am besten jetzt in diesem Moment, nicht morgen, ach, naja, entscheide ich mich mal morgen dafür, ach, ab nächsten Monat, da ist ja dann Frühling, da geht es mir dann besser. Jeder Tag ist wichtig, jeder Tag ist ein Geschenk und entscheide dich am besten heute für diesen anderen Weg. Und der andere Weg bedeutet, entscheide dich für dich, aufstehen. Verbinde dir deine Wunden, heile deine Wunden. Wie das alles geht, habe ich in vielen Videos schon gesagt, gezeigt, habe Lösungen aufgezeigt. Hier auf meinem Kanal geht es ja vor allem um Lösungen. Ja, also es würde mich total unglücklich und unbefriedigt lassen. Also es würde mir absolut, wie soll ich denn sagen, es würde mich unglücklich machen, wenn ich immer nur eine Sache erklären würde und sagen würde, naja, so ist es halt oder guck auf dich. Sondern es gibt hier ganz klare Lösungen, Wege, Werkzeuge, tu es, wie du da rauskommst. Ganz, ganz klar.
Und das muss ja nicht sein, dass der Weg, den ich dir zeige, dein Weg ist. Es gibt ja vielleicht auch viele, oder nehme ich mal an, andere Wege, die dich vielleicht im Moment erstmal mehr ansprechen. Das ist ja auch okay, so ein Weg kann ja aus verschiedenen Schritten bestehen. Jetzt ist das dran, jetzt ist das dran, jetzt das ist nächste. Dein Bewusstsein wächst ja auch mit jedem Schritt, den du gehst. Du wirst dir deiner selbst ja immer mehr bewusst. Du wirst immer klarer, immer zentrierter. Und dieser Weg, wie es dann nach den Narzissten weitergeht, das ist erstmal dieser Absturz, das ist erstmal Entzug. Du gehst erst durch die Entzugsphase durch. Du gehst erstmal durch eine Phase von Leid und Schmerz und Einsamkeit durch. Aber diese Phase kannst du drastisch verkürzen mit all diesen Methoden und Dingen, die ich ja bereits vorgestellt habe. Ja, bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es länger. Also das Schnellste, was ich mit einer Klientin erlebt hatte, waren, oh Gott, was waren das, 3-4 Wochen. Und dann war dieses Thema durch. Natürlich muss man sehen, wie lange hat die Beziehung gedauert, wie toxisch war sie, wie stabil, wie komplex waren die Kindheitsmuster oder die Bindungsmuster. Ganz klar, wir sind ja Menschen und keine Maschinen. Und da kann man nicht sagen, zack, 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 nach so vielen Tagen muss das aber durch sein. Aber du kannst diesen Prozess drastisch verkürzen. Und natürlich darf auch alles eine Heilungszeit brauchen. Aber diesen Weg dann gehen. Und nach einer Entzugsphase wirst du wenn du wirklich auf null Kontakt bist, schon nach den ersten 4-6 Wochen merken, es wird hier ruhiger in meinem Leben. Deswegen bist du noch nicht clean in dem Sinn. Das ist ja wirklich wie eine Sucht, die ausgeheilt werden muss. Also kein Alkoholiker oder Drogenabhängiger ist nach 6 Wochen Abstinenz total clean. Da kann es eben schon passieren, wenn der Alkoholiker an der Ecke den Schnaps riecht, dass er dann nochmal Hyper kriegt und eben Suchtanfälle bekommt. Ja, deswegen mach dir bewusst, ich bin noch auf dem Weg, ich bin auf Entzug, ich bin da noch nicht durch. Dass du da gut für dich sorgst, dass du neben all der inneren Arbeit, die innere Arbeit ist so wichtig, die innere Arbeit mit deinem Unterbewusstsein, mit deiner Seele, mit deinem inneren Kind, mit deinen Mustern. Ich nehme in der Praxis auch oft die Kommunikation und die Auflösung mit dem höheren Selbst mit rein, weil das noch eine dritte Instanz ist von dir, die eben ganz klar dazu beiträgt, das noch aufzulösen. Natürlich gehört dazu, Verhalten zu verändern, Gewohnheiten zu verändern, in dein Leben alles umzustellen, alles auszumisten, alles, was an den Ex-Partner erinnert, auch wirklich aus deinem Leben zu verbannen, auch wirklich in deiner Wohnung, in deinem Kleiderschrank wirklich Zeichen zu setzen, dass jetzt was Neues anfängt. Dass du neue Aktivitäten beginnst, Sport, Hobbys, irgendwas, das gehört alles dazu. Das ist aber alles nur so eine kleine Ergänzung zu der eigentlichen inneren Arbeit. Dann wird es eben sein, nach dem Narzissten, dass es komisch ruhig wird. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, das habe ich in anderen Videos auch gesagt, diese ständige Adrenalin-Cortisol-Überschüttung, mit der du ja regelrecht vergiftet wurdest. Das muss ich natürlich auch körperlich immer mehr abbauen. Also du entgiftest nicht nur innerlich durch die innere Arbeit, sondern auch durch die Zeit, die vergeht, in der du abstinent bist, abstinent vom toxischen Partner. Es wird immer ruhiger, es wird auch immer unspektakulärer in deinem Leben. Und dann ist es Schicht für Schicht an der Zeit abzutragen. Am Anfang geht es noch darum, diesen Wahnsinnsschmerz zu lösen, diese Wahnsinnssehnsucht zu lösen, dieses Gedankenkreisen zu lösen, dieses obsessive Nachdenken. Wenn du durch diese Phase durch bist, wirst du merken, jetzt kommen neue Aufgaben. Jetzt kommt, es ist so leer, es ist irgendwie so einsam. Was fehlt mir denn wirklich? Wer bin ich wirklich? Was sind wirklich meine Talente? Was wünsche ich mir wirklich vom Leben? Dann kommt auch so eine Phase, vielleicht ist die auch früher oder später, das ist halt bei jedem unterschiedlich, wo du deinen Freundeskreis checkst, wo du feststellst, die Freundschaft, die tut mir ja gar nicht mehr gut oder die war noch nie echt. Oder wo neue Menschen in dein Leben treten, wo sich beruflich viel verändert. Und auf diesem Weg
sind auch immer wieder Herausforderungen. An diesem Weg sind auch wieder neue Aufgaben zu lösen, ja, die du auch immer wieder mit all diesen Tools bearbeiten kannst. Also egal in welcher Phase, kannst du das immer und immer wieder nutzen. Und in deinem Leben, wenn du dann durch diese Heilung durch bist, ich sage dir, du brauchst viel weniger, als du vorher geglaubt hast zu brauchen. Viel weniger materielle Dinge, viel weniger Action, Party und wow, irgendwelche schrillen Sachen. Du brauchst viel weniger, weil dir das Leben viel mehr, du siehst die Geschenke des Lebens, du kannst Momente genießen, in dich aufnehmen. Du kannst einen Sonnenaufgang genießen. Es muss nicht mal so krass sein. Einen Morgen, einen nebligen Morgen im November. Der hat einen Zauber in sich. Eine Tasse Kaffee ist nicht nur eine Tasse Kaffee, die man sich hinterschüttet, sondern das ist etwas, was du genießen kannst. Und ich übertreibe jetzt nicht, das ist einfach all das, was übrig bleibt. Dein Bewusstwerdungsprozess, wenn du die Schmerzen, die Enttäuschung, Wut, Hass, Verurteilung abgeschält hast, dann kannst du andere nicht mehr hassen, dann wirst du dir erst recht nichts mehr gefallen lassen, von wegen, du bist dann so ein blauäugiges Dummchen, was hier nur mit durch die Welt geht mit, ich liebe euch alle. Nee, du liebst schon die Menschen und kannst niemanden mehr hassen. Aber du kannst auch Stopp sagen. Du kannst auch ganz klar sagen, bis hier und nicht weiter. Und jetzt ist Schluss. Und das ganz klar. Du wirst dir gar nichts mehr gefallen lassen können. Das geht nicht. Das ist dann wie ein Reflex. Wie wenn du deine Hand auf die heiße Herdplatte legst, dann machst du auch, au, nee, geht nicht. Genauso ist dieses au, wenn jemand anfängt und versucht, Spielchen mit dir zu spielen. Oder dich versucht zu manipulieren. Oder du wirst wie ein Trüffelschwein sofort spüren, wenn jemand die Unwahrheit sagt. Du wirst es sofort wahrnehmen, weil deine Intuition immer klarer und klarer wird. Die Stimme deiner Intuition, ich sage immer, die wie Tropfen der Wahrheit in dich reinfallen, werden immer klarer, verständlicher, weil du auch immer diese Erfahrung zwischendurch auf diesen zweiten Weg in deine Freiheit gewählt hast und diese Erfahrung gemacht hast, wo du vielleicht auch mal gegen deine Intuition entschieden hast, die du aber vorher wahrgenommen hast, deine intuitive Stimme, und wo du nachher feststellst, oh, alles klar, das war wohl doch meine Intuition, Mist, lag ich daneben, ist nicht schlimm, einfach wieder zurück auf Null, das ist dann kein Fehler. Das ist dann keine Niederlage. Oh, habe ich was falsch gemacht? Ich habe nicht auf meine Intuition gehört. Nein, es ist eine wichtige Erfahrung, die dazu beiträgt, noch besser auf deine Intuition zu hören, noch mehr unterscheiden zu können, was ist wirklich die intuitive Stimme und was ist nur der Quack, 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 das Gequake von deinem Verstand. Dein Verstand ist auch wichtig, den haben wir auch lieb. Der kann super analytisch denken, der kann Zusammenhänge verbinden und analytisch auswerten. Das kann der super, aber der weiß nicht, was für dich oft die richtige Entscheidung ist. Analytisch kann er es berechnen, aber viele Dinge haben mit Berechnung und mit Fakten wenig zu tun. Denn wie du ja weißt, ne, in deiner Vergangenheit mit deinem toxischen, narzisstischen Partner waren die Fakten ja auch alle positiv. Er kümmert sich, er ist so lieb, er hat mir Blumen gebracht, er hat gesagt, dass er mich lieb hat, ne, in der Lovebombing-Phase. Aber dein Gefühl, oh, das hat aber Alarm geschlagen. Und deine intuitive Stimme, die hat dir ins Ohr geschrien. Aber die konntest du zu dem Zeitpunkt noch nicht hören. Also es ist dieser Weg, ne, wenn du diese Opferrolle, dieses ich bin so arm und mir wurde so übel mitgespielt, wenn du das weitergehen möchtest, es ist ja deine Entscheidung, es ist dein Leben und ich möchte diesen Weg nicht verurteilen, aber es ist schade und ich würde dich gerne aufmuntern, den anderen Weg zu gehen. Und diesen Weg erkennst du, wenn du jetzt zum Beispiel aus der narzisstischen Beziehung raus bist und nach einem halben, nach einem Jahr oder länger immer noch bei YouTube-Videos guckst, wie schlimm und böse der Narzisst ist, wie schlimm und böse die Psychopathen sind, wer wem wie übel mitgespielt wurde und so weiter und so fort. Da merkst du, jetzt Moment, ist ein Jahr rum und ich suhle mich immer noch in diesem
Dreck, muss ich sagen. Irgendwann sollte es dir zuliebe gut sein. Wie gesagt, ich verurteile das nicht. Ich denke nur immer, meine Güte, oh, das Leben kann so schön sein. Ja, am liebsten würde ich alle wachrütteln. Und ich versuche es mit diesem Video. Aber wen ich nicht erreichen kann, den kann ich nicht erreichen. Dann habe ich mein Bestes getan. Und das sehe ich einfach als meine Aufgabe an, hier wachzurütteln, aufzuklären, Fakten natürlich zu liefern, aber auch Lösungen. Mir geht es vor allem um die Lösung. Und dieser Weg, der andere, am Anfang, natürlich ist der schwer, am Anfang ist das furchtbar. Ja, aber intuitiv wirst du auch da schon spüren, dass dieser Weg der richtige ist. Weil Schritt für Schritt, jeder Tag arbeitet für dich, jeder Tag, mit jedem Tag wirst du immer stärker. Und du hast ja Unterstützung. Es ist ja nicht so wie noch vor einigen Jahren, wo es noch kein Internet gab, wo es noch keine YouTube-Videos gab, wo es kaum Bücher darüber gab, wo man wirklich im Dunkeln tappen musste. Diese Möglichkeiten, diese Tools, diese Anwendung, alles, was es heute gibt, ist doch ein Riesengeschenk. Also nutze die Geschenke. Und das sind eben, das sind die wahren Werte. Das ist das, was wirklich nährt im Leben, was dich weiterbringt. Denn was nützt dir aller materieller Reichtum, wenn du innen unglücklich bist, wenn du dich traurig fühlst? Das siehst du doch bei vielen super schicken Topmodels. Die sehen aus wie die Püppchen, perfekt, und sind innen drin total unglücklich, fühlen sich hässlich, minderwertig, wertlos. Weil es nicht das Äußere ist. Es ist nicht das Materielle, es ist nicht das Äußere. Und es wird dich auch niemals, bitte diese Illusion begraben, einen Partner glücklich machen können. Niemals. Es wird nicht der Prinz kommen auf dem weißen Pferd. Es wird nicht die Prinzessin, die Königin kommen und dich heilen von all deinen Schmerz. Das kannst nur du machen. Du musst dein eigener Prinz werden. Du musst dein eigener Prinz sein, der wie Dornröschen sich durch den dunklen Wald durchschlägt, der die Felsen hoch erklimmt, wie der Prinz, der Dornröschen befreien möchte und wecken möchte. Den kannst du auch nicht vom Weg abbringen. Den kannst du auch nicht sagen, oh Mensch, ach du armer Prinz, es ist ja so schlimm, dass du ja allein durch den Wald ziehen musst, allein gegen Drachen kämpfen musst. Der sagt, ey, Ruhe hier, ist mir egal, ich habe ja mein Ziel vor Augen. Der lässt sich nicht abbringen. Und lass du dich genauso nicht davon abbringen und sei du der Prinz, der das Dornröschen befreit. Und das Dornröschen, das bist du, das ist ein Teil von dir. Das ist, kann man sagen, dein inneres Kind, was du da rettest und heilst. Also mach dich auf den Weg, Ärmel hochkrempeln, wirklich sagen, Chaka, ich fange jetzt an, ich entscheide mich, diesen Weg zu gehen. Ja? Und ich hoffe, ich konnte dich jetzt motivieren, von diesem Weg, vielleicht bist du ja da schon ganz weit gelaufen, jetzt mal aufzuwachen und zu merken, Mensch, verdammt, ist überhaupt nicht zielführend. Das geht ja eher noch tiefer runter, ja? Und den neuen Weg zu gehen. Und da gibt es ganz viele Hilfen. Du kannst ja mal auf meiner Website schauen, www.liebenohneleiden.de und auch auf haus-mariposa.de. Mein Name ist Katja Amberg. Ich freue mich sehr, dass du bis zu Ende dieses Video dir angeschaut hast. Wie du weißt, ist es für dich eine Bereicherung für dein Leben, eine Investition in dein Leben. Das ist jetzt ganz kostbare, wertvolle Lebenszeit gewesen, die du in dich investiert hast. Also lass alles Überflüssige weg und beschäftige dich mit Dingen, die dich wirklich nähren, die dich aufbauen, die sich gut für dich anfühlen. Prüf mal, ob du Videos guckst, ob du Bücher schaust. Ich sag mal, Fernseher ist bei mir schon ewig aus. Ich gucke nur ausgewählte Filme, also Fernsehen ist vielleicht nur 3%, wo ich mal gucke und merke, oh Gott, nein, geht gar nicht, ja, weil es einfach energetisch runterzieht, das Fernsehen. Probier es mal aus, ja, wie du energetisch wirklich down bist. Ja, du denkst, du kannst dich entspannen, aber es lenkt dich eigentlich ab vom aktuellen Leben. Es lenkt dich ab von deinem Leben. Es lenkt dich auch ab davon, den Sonnenaufgang zu sehen, deine Tasse Kaffee zu schmecken, deinen Liebsten in die Augen zu schauen und
all diese großen und kleinen Glücksmomente, ich sage immer diese kleinen Gänseblümchen auf der Wiese zu entdecken und da nicht rüber zu trampeln, sondern diese kleinen und großen Wunder in deinem Leben zu entdecken. Ja, da lade ich herzlich dazu ein, auf diesen anderen Weg mitzukommen. Und ich freue mich aufs nächste Video. Lass es dir bis dahin gut gehen und jeder Tag ist ein Geschenk. Alles Liebe, bis dann und tschüss.